Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Zauberzwerg. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Zauber. Naja, nicht Zauberberg, weil das Spiel war 2022 Kinderspiel des Jahres und man schwimmt quasi noch auf diese Erfolgswelle, nimmt diesen Erfolg mit und bringt natürlich ein weiteres Spiel raus und das ist nämlich der Zauberzwerg. Ja, handlich kompaktes Format, natürlich auch andere Mechanismen und in dem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es auch ein Fazit, ob sich denn dieses kleine handlich kompakte Spiel dann auch lohnt. Ist natürlich vom Mechanismus was ganz anderes. Aber erst einmal die Angaben. Amigo, der Verlag, ab 5 Jahre, ist für 1 bis 6 Personen. Autoren sind Bernhard Weber, Jens-Peter Schliemann und Illustration ist Jan Bintakis. So, ich würde sagen, wir schauen es uns an. Ich habe schon mal aufgebaut und ihr seht schon mal die Laufstrecke. Ihr seht hier die Zauberlehrlinge, 4 Stück. Ihr seht hier die Hexen, die werden am Anfang positioniert. Gibt es eine Vorgabe, könnt ihr natürlich auch variabel gestalten. Aber Ziel ist es natürlich, für euch, ihr spielt kooperativ, ihr wollt die Zauberlehrlinge ins Ziel bekommen und zwar bevor eine Hexe hier im Ziel gelandet ist. Die weitere Hexe bzw. Rollenkarten, die nehmt ihr zur Seite, das ist eine Variante, zu der komme ich gleich und das habe ich jetzt nochmal präpariert, vorbereitet, so wie es angegeben ist im ersten Spiel. Natürlich kann man das verändern und die Position der Hexen, also ihr ahnt schon, ihr könnt es leichter bzw. schwerer gestalten. Eine Karte wird schon mal hier offen platziert, zufällig, und die anderen bilden quasi eine offene Auslage, eine verdeckte Auslage, ihr könnt auch Nachziehstapel nehmen und dann kann man schon beginnen mit dem Spiel. Am Anfang zieht man eine Karte, ja, entweder am Stapel oder von eurer Auslage. Ich nehme jetzt einfach mal die nächste Karte, die hier daneben liegt. Uha, und da haben wir schon 2 unterschiedliche Karten und ihr als Team müsst euch jetzt entscheiden, welche Karte nutzt ihr. Nutzt ihr Zauberlehrling, nutzt ihr die Hexe, um auf die nächste Position, freie Position des jeweiligen Bereiches zu gelangen. Also gegebenenfalls überspringt ihr auch Position. Und so müsst ihr natürlich schauen, was riskiert ihr, wo sind die Optionen da, was sind die Farbfelder, die offen sind. Ihr müsst kooperieren, ihr müsst euch absprechen, ihr müsst aber auf jeden Fall eine Karte nutzen, die kommt dann raus und dann zieht ihr im nächsten Zug dann weitere Karten. Ihr habt also immer 2 Karten zur Auswahl, also eine Karte verwendet ihr, die oder die, und die kommt dann raus und dann zieht ihr wieder eine neue Karte nach. Und dann hoffe ich, dass ihr es schafft, ins Ziel zu gelangen und dadurch das Spiel zu gewinnen. Ganz klar, wenn man schwerer gestalten will, dann kann man hier auch mehr Hexen integrieren. Es gibt auch in der Anleitung Übersichten, wo ihr dann Hexen positionieren könnt oder ihr spielt das Ganze im Team gegeneinander. Ihr bietet also 2 Teams. Das eine Team sind die Hexen, das andere Team sind die Zauberlehrlinge und je nachdem Option mit einer weiteren Hexe. Aber nein, bei dem Rollenspiel, ganz wichtig, da habt ihr die Hexe natürlich nicht, sondern bei dem Rollenspiel habt ihr 3 Hexen und 3 Zauberlehrlinge. Ja, man muss ja schon das irgendwie austarieren, dass das auch ausgeglichen ist. Also nur beim Standardspiel könnt ihr mehr oder weniger Hexen dann integrieren, aber spielt ihr das Ganze gegeneinander in Teams, dann habt ihr natürlich 3 Hexen, 3 Zauberlehrlinge und ihr habt die Karten auf der Hand, 2 Karten, und spielt die dann quasi aus. Und jedes Team will natürlich seine Rolle bzw. sein Team Rolle erfüllen und quasi Hexen oder Zauberlehrling ins Team zu bringen. Und da gibt es dann, wie gesagt, ein Gewinner und einen Verlierer. Aber das sind auch schon alle Abläufe. Und damit bin ich beim Fazit von Zauberzwerg. Ja, Zauberberg war im Jahr 2022 Kinderspiel des Jahres. Recht erfolgreich, natürlich auch ein absoluter Hingucker und kommt einfach in den diversen Kindergruppen gut an. Natürlich ist das Spiel erfolgreich und natürlich will der Verlag, und das ist ganz normal, weitere Spiele, Erweiterungen etc. in welcher Form auch immer herausbringen. Und das muss man natürlich aus meiner Sicht, ich sehe es dann immer kritisch, ob das dann auch genauso gut ist, erfolgreich ist, gerade in so einer handlichen kleinen, kompakten Version ist das natürlich ein ganz anderes Spiel. Es orientiert sich natürlich am großen Bruder, will ich mal sagen, Zauberberg. Auch hier haben wir einen Laufpfad, wo man dann abfahren muss, aber von den Mechanismen mit den Karten natürlich ein ganz anderes Spiel. 5 Jahre ist angezeigt, ich bin beim Fazit und ich muss wirklich sagen, die Kinder, die waren positiv überrascht von diesem Spiel. Weil gerade wenn man denkt, naja gut, jetzt haben sie so ein kleines Spiel rausgebracht, aber es funktioniert, es macht Spaß und gerade, weil es viele Optionen hat. Man kann es nämlich abhängig vom Alter der Kinder auch ein bisschen leichter gestalten, also
wenn die Kinder fit sind. Ich sage immer, das Spielen fängt so mit 2,5, 3 Jahren an, aber hier kann man schon mit 4-Jährigen das Ganze spielen, weil man spielt kooperativ bis zu 6 Personen und man kann auch jüngere Kinder an so ein Spiel heranführen, um auch mal ein bisschen die Option abzuschätzen. Ziehen wir jetzt dahin, das ist aber riskant. Und notfalls spielt er das Ganze auf einfache Art und Weise mit mehr oder weniger Hexen und mit ein bisschen mehr Erfahrung als Spiel, wo jeder eine Rolle übernimmt. Die einen wollen die Hexen ins Ziel bringen, die anderen die Zauberlehrlinge. Also es bietet einige Optionen, ist auf meiner Sicht wirklich eine positive Überraschung. Dieses kleinhandliche Kinderspiel aus meiner Sicht auch eine Empfehlung. Wenn ihr schon gespielt habt, dann bin ich natürlich auf eure Meinung sehr gespannt, aber ich muss sagen, wir waren positiv überrascht von diesem Spiel. Es erfindet das Ganze jetzt nicht neu von den Mechanismen, aber es spiegelt sehr gut das Grundspiel wider. Ich möchte schon einen gewissen Bezug haben, sofern man das große Spiel kennt, aber ich möchte schon ein paar kleine Veränderungen und die hat man hier wirklich sehr gut beigefügt als Kartenspiel bzw. als Laufspiel. Also durchaus eine lohnenswerte Investition. Spielzeit sind, glaube ich, angezeigt, ja, 15 Minuten. Das passt auch ein recht schnelles Spiel. Und gerade als Einstieg wird auch hier auf der Seite gezeigt, sehr gut gemacht, also sehr einfach. Ansonsten, wie gesagt, ihr spielt kooperativ, das können auch zusammen die Geschwister alleine spielen. Die Option habt ihr auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr es euch holen wollt, schaut im Handel bzw. nutzt gerne die unten genannten Links. Müssen auch keine Spiele sein, ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns ja immer automatisch. Ansonsten bin ich natürlich sehr auf eure Meinung gespannt von Zauberberg, hätte ich jetzt beinahe wieder gesagt, nein, Zauberzwerg. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.